Das Brennstoffzellenprinzip basiert auf einer chemischen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff, bei der elektrische Energie frei wird. Fachleute nennen diesen Vorgang kalte Verbrennung. Damit dieser Prozess kontrolliert abläuft, treffen sich die beiden Gase in der Brennstoffzelle an einer Kunststoffmembran, die der Wasserstoff in elektrisch geladener Form durchdringen kann. Die dabei freigesetzte Energie wird als elektrischer Strom entnommen. Bis zu 300 solcher Brennstoffzellen sind zu sogenannten Stacks zusammengefasst. Sie bilden das Herz des mobilen Kraftwerks an Bord der Daimler Forschungswagen.